grüße alle herzlich. Okay, Gabriele, nicht über Skype. Die Telefonnummer ist unten eingeblendet. Schreib sie auch. Aber ich sage erstmal ein paar Worte, oder okay. Das kann ich auch telefonisch sagen. So, ich grüße einfach auch alle, die dabei sind, Ingrid, Schelka, Gabriele und anderen, die jetzt dazukommen möchten oder dazugekommen sind, ich weiß nicht mehr, vielleicht die Vita auch aus Freiburg und anderen. Erstmal ein paar Informationen, sind natürlich für alle, die neu dazukommen, ist einfach auch wichtig, dass die Strukturen, einfach diese Sendung so ist, dass jeder sich öffnet fürs Lehren und Lernen und dass jeder sich nicht zurückhält, wenn er oder sie Informationen von innen bekommt. Geistwesen, Drüsen und Meisterschaft. Es ist das Zeitalter, wo die Drüsen als wichtige Zentren in unser Körper kennengelernt werden, geheilt werden, wieder aktiviert werden. Und Gabriele, nicht über Skype. Okay. Aktiviert werden und dass wir einfach die Bedeutung von den Drüsen kennenlernen und unsere, wie die Funktionsweise für jede einzelne Drüse einfach auch ist. Ich blende einfach auch das Thema, einfach auch für die, die immer dazukommen. So. So, seit gestern ist einfach auch vieles nochmal geschehen. Erstmal liebe Grüße von Karl-Heinz, der nicht dabei sein kann. Und ja, wisst, gestern Abend hatten wir einfach auf ihn geschaut, er hat sich bedankt und natürlich hinterher hat er einfach auch gesagt, ich denke, ich darf das weiter sagen, ich bin heute und morgen leider unterwegs und hole meine Freundin ab. Sie ist ein Schreibmedium und wir arbeiten mit Symbolen. Das heißt, das, was wir gestern einfach auch wahrgenommen haben, das entspricht einfach auch das, was Karl-Heinz einfach auch macht. Also diese seine Sende- und Empfangsstation. Okay. So, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Immer wenn man was Neues macht, ist natürlich nicht die Sicherheit da, die oft einfach auch ist, wenn man Sachen macht, die man einfach auch kennt. Grundsätzlich ist einfach auch die ganze Welt eingeladen, über dieses Medium jeden Abend sich untereinander zu helfen. Und das Neue, was wirklich neu ist, was Ingrid Kemina uns einfach auch gesagt hat, die Welt verändert sich jetzt im Moment so stark. Sabine, was ist denn? Ich schreibe es dann nicht. Ja, dann kann sie nicht lesen. Was da? Ruf sie einfach auch an. Die Welt verändert sich einfach auch so schnell. Und ich lese vielleicht, was Ingrid Kemina einfach auch geschrieben hat, weil das ist, finde ich, einfach auch sehr wichtig. Ne? Also zumindest Teile davon. Wichtige Informationen zur Lage der Energiekonstellationen der kommenden Zeit möchten übermittelt werden. Ich nehme an, ich kann das, ne? Ich darf. Ich glaube schon. Aufgrund der Brisanz der Lage der Planeten haben wir uns heute entschlossen, das Energiefeld zu nutzen, um Informationen für das Kollektive weiterzugeben. Soll ich vorlesen? Ja. Gut, okay. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay, das ist ein anderer Computer, das ist mit Skype jetzt nicht verbunden. Wart mal ein bisschen, dass ich gebe einfach ein paar Informationen. Ne? Okay, bleib da. Also, das sind Informationen aus Sirius, dass für die kommende Zeit sind gewaltige Energieverschiebungen im Inneren des Planeten und damit verbunden auch Energieverschiebungen im Äußeren des Planeten. Das heißt, alle Sachen, die einfach auch jetzt geschehen, in Sumatra und auf dieser Erde, sind einfach, die Erde bewegt sich, heilt sich, reinigt sich. Und ich nehme an, ganz stark, und das hat einfach auch mit Ingrid Kemina zu tun, dass es einfach auch mit der Neuausrichtung der Drüsen und den Energiezentren der Planet, der einfach auch alles, was Vergangenheit ist, verschwinden lassen wird oder transformieren wird, wie wir mit Karl-Heinz gestern einfach auch gesehen haben, und das Neue einfach auch kommt. Deswegen, wir können Angst bekommen, oh Katastrophe, oder wir können einfach unser Fokus hinrichten, wow, wir können das Neue aufbauen und die Welt, alles verändert sich und wir sind dabei bei dieser Veränderung. Die Energietore werden sich immer weiter öffnen und das bedeutet, dass eine starke Strahlkraft auf den Planet trifft, damit verbunden aber auch wieder eine enorme Sogkraft, die inneren Energien von Gaia in Bewegung setzen. Das heißt, dieser Austausch, was wir gestern einfach auch gesehen haben, senden und empfangen, geben und nehmen, was Schelke einfach auch sehr schnell, sehr schön einfach auch dargestellt hatte, das sind, jeder sagt es anders, jeder fühlt es auch anders und da wir das Glück haben, das von dieser Seite zu sehen, werden wir langsam in diesem Kontext wahrnehmen, dass für die nächste Zeit wird ein Planet gefordert mit 6 Milliarden Erleuchteten. Das heißt, alle Toren öffnen sich und man kann sich einfach auch nicht mehr entziehen, man kann sich auch nicht mehr. Das einzige Unterschied ist, wir werden leiden, wenn wir uns entziehen und wenn wir die Herausforderung annehmen, mit Freude und mit Neugier und mit schöpferische Kraft, dann werden wir nur auf die Welle reiten, voll in Abenteuer, in Liebe, und alles, was uns einfach auch Spaß macht. So, das war die Einführung. Ich habe heute Abend eine neue Wegbegleiterin, die Gabriele Miet. Und ich möchte, dass sie uns einfach auch telefonisch jetzt erstmal einfach ihre Erfahrung in Bezug auf jetzt auf dieser Erde passiert. Und wie gesagt, das Fokus, wo alle unsere Zuschauer gewohnt sind, oder die Sprache, die tragende Sprache, ist Geistwesen, Drüsen und Meisterschaft.
Das heißt, die Geister der Vergangenheit erlauben es der erläuterten Geist der Gegenwart und Zukunft sich zu manifestieren und sich einfach auch zu erweitern. Und die Drüsen, die Aufmerksamkeit auf die Drüsen und die Entwicklung unserer Drüsen spielt einfach auch einen wichtigen Faktor auch in diesem Kontext. Das heißt, das ist die Sprache, wo die Zuschauer bis jetzt einfach auch gewohnt sind. Ne? Deswegen freue ich mich, dass jeder es einfach auch anders sagt, ein anderer Aspekt, weil wir gestern Abend erfahren haben, dass wir eben nur auf dieser Erde 6 Milliarden Aspekte dieser Veränderung präsent sind und dass jeder Mensch uns bereichern kann, wenn wir die Aufmerksamkeit in der Begegnung jetzt auf dich, Gabriele, dass wir alle wirklich entzückt sind von dir, deinen Aspekt kennenzulernen, aufzusaugen und dir dankbar zu sein und zusammen in diesem Kontext auch reicher zu werden. So, du hast das Wort. Magst du dich vorstellen kurz vorher? Ja, ich kann mich kurz vorstellen. Ich bin 56 Jahre, 2 erwachsene Kinder, 30 Jahre in der Baubranche gearbeitet, liebe Projekte, liebe das Neue, bin neugierig und experimentiere sehr viel auch mit neuen Technologien und seit einiger Zeit habe ich eigentlich auch festgestellt, dass sich zum Beispiel die Fotografien verändert haben. Und ich habe auch Träume bekommen, dass vor Jahren schon, als es mir noch keinen Sinn machte, wo gesagt wurde, dass der Mensch seine innere Kraft, seine Kristallstruktur wieder neu an das Universum anbinden wird und dass jeder in seine Kraft kommt, und zwar in seiner eigenen Struktur, so wie er in dem Impuls auf die Erde geschickt wurde. Und das wird jetzt wirklich deutlich, dass die Sonnenstrahlen, und ich habe da sehr viele Fotos auch gemacht, ein bisschen lauter, Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen, wo auch Energiestrukturen zu sehen sind, dass in letzter Zeit habe ich wirklich kristalline Strukturen gehabt, also die Orbs waren nicht rund, die waren rhombisch und auch andere Lichtphänomene. Ein bisschen lauter, sonst ist Audio schwierig. Ich habe die Sonne gesehen, in der Sonne, mit Aura und wirklich Kristallkörpern im Licht, also mit einer normalen Kamera. Und der Körper... dieses Licht wird gesendet über die Sonne auf die Erde von einem Planeten, du hast es ja gerade erläutert, damit sich der Mensch im Inneren neu strukturieren kann und neu ausrichten kann. Und dann praktisch der Energiekörper sich im Menschen auch erneuert in den Drüsen. Jeder hat da ja ihre Aufgabe, eigentlich die Kreisläufe, die Flüssigkeitskreisläufe, mit den Botenstoffen zu versorgen. Und wir wissen ja medizinisch, glaube ich, noch sehr wenig darüber, obwohl wir meinen, wir wissen viel. Mhm. Aber die Steuerzentralen für die einzelnen Organe sind die Drüsen. Und wenn das Gleichgewicht sich neu ausrichtet, wird der Mensch andere Wahrnehmungen bekommen. Er wird andere Gefühle bekommen und er wird auch ein anderes Denken bekommen, wenn er sich darauf einlässt. Das ist meine Erfahrung damit. Und das ist ja wirklich nötig, dass die Menschen sich befreien und entgiften. Man kommt da wirklich nicht vorbei, glaube ich. Jeder hat die Chance, egal was er tut und wie er ist, weil wir sind ja dem Licht ausgesetzt, Tag und Nacht, auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen. Es ist ja um uns herum. Wir sind ja mitten im Himmel, sozusagen mitten in diesem Licht. Und so bekommt jede Drüse im Körper entsprechend ihrer Aufgabe auch neue Frequenzen und neue Informationen.
ja, und ich, wie gesagt, in den letzten Monaten war total überrascht, was ich dann auch an Sonnenbildern und Aufnahmen vor meine ganz normale Digitalkamera bekommen habe. Schön. Das heißt, dass bis jetzt war einfach auch so, dass wir immer so zu Seminaren gegangen sind und 100 Leute haben eine Person gehört. Ne? Ja. Und das ist in Veränderung. Bis jetzt war es so, dass es einen Bürgermeister gab oder einen Präsident gab und alle haben diese Person gehört. So wie bei Stuttgart 21, auf alle Ebenen verändert sich das jetzt durch das, was du gesehen hast, dass jeder Mensch jetzt seine eigene Schöpferkraft nicht in Systeme zur Verfügung stellt. Ich leihe dir meine Kraft und du darfst in meinem Namen als SPD, als Spiritueller, als, als Italiener oder so, ich leihe dir meine Kraft und du sprichst in meinem Namen. Jetzt durch diese Veränderung, die du einfach auch angesprochen hast, können wir das nicht mehr so machen. Das wird schon eine Zeit lang noch weitergehen. Aber der easy way ist einfach auch, dass wir uns so zusammentun und die Strukturen erschaffen, wo jeder Mensch in die eigene Meisterschaft kommen kann und dazu beitragen, das heißt immer weniger unterrichten, und immer mehr Strukturen zu schaffen, wo jeder Mensch die Möglichkeit gegeben wird, die Gabe und Talente, die er hat, herauszuholen und in Dienste des Ganzes einfach auch zu stellen. Mhm. Schön. Ja, das ist ja in vieler Munde, diese Synchronizitäten. Und für mich bedeutet das auch wirklich, dass diese vielen pyramidalen Strukturen einfach, sag ich mal, an Bedeutung verlieren. Aha. Weil die Zyklen und die Bewegungen im Universum, die sind ja eben anders. Mhm. Die Erde hat auch kein Kraftwerk, die fliegt auch so. Und die anderen Planeten bewegen sich auch mit anderen Kräften. Und diese Gesetze, wenn wir die in unser Leben nehmen, dann weiß ich genau, wo ich hingehe und wo ich hingehöre und was ich kann. Also du sagst es schon, es wird eine Entwicklung brauchen, bis die Menschen das wahrnehmen. Und das verstehe ich auch unter dieser Kristallstruktur, dass jeder seine Elemente, die er hat, wir haben ja 103 im Periodensystem, jeder hat da eine bestimmte Dosierung in sich, in seinen Zellen, in seinen Informationen, in seinen Erfahrungen. Und aus dieser Kombination, die einzigartig ist, ergibt es halt eben das Besondere im Einzelnen. Und trotzdem gibt es halt ja, Bereiche, wo Resonanzen sind mit anderen, was ähnlich ist. Und wenn einer im Feld sich bewegt, das ist wie jedes, das ist ja die Quantenphysik, die jetzt in aller Munde ist, wenn ein Elektron sich bewegt, verändert sich der ganze Stoff. Ja? Mhm. Und so ist das. Und das muss man, wenn einer... Ein bisschen lauter, sonst hören die Zuschauer nicht. Daran teilhaben. Aha. Ja? Schön. Hat es sich, was die Drüsen zum Beispiel betrifft, in deinem Körper, hast du Beobachtungen gemacht die letzten Zeiten? Und welche? Ja, die Wahrnehmung hat sich verändert. Die Sinne haben sich eben, wie gesagt, erweitert. Ich habe andere Farben wahrnehmen können. Ich habe auch teilweise andere, der Geruchssinn hat sich verändert. Und welche im Körper, wie hat sich das durch das Organ Auge und Nase und so? Ja, ne? Das ist ja direkt oben, ne, im limbischen System, wo die Hypophyse, Epiphyse da sitzen. Aha. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich den Zusammenhang, danke. Mhm. Das hat sich verändert und auch das Gefühl mit den Händen, also das Spüren als solches. Und das hat sich verfeinert und das ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Ne? Dass man manche Sachen merkt, dass man sie nicht so gut verträgt und etwas sich zurückzieht und erstmal guckt, aha, mhm. So ist das jetzt.
Okay. Gibt es von dir jetzt bestimmte Übungen oder Sachen, wo wir achten können oder wo uns hilft, einfach auch dies einfach auch zu entwickeln und zu unterstützen, diese Veränderungen? Ja, ich arbeite viel mit Musik. Du machst Musik? Ja, mit Obertonmusik. Aha. Aha, dass ich, also wenn ich jetzt so in mich zentriere, wirklich in die Stille gehe und Musik höre und dann auch im Körper spüre, wie der Energiefluss sich verbessert. Oder wenn ich danach selber singe, dass ich die Töne besser bekomme. Also das hilft einfach, innerlich freier zu werden. Ne? Das dann jetzt Halschakra, Schilddrüse. Ich kann besser sprechen. Und das wäre vielleicht noch das andere. Der Ausdruck hat sich verändert. Und ja, ich habe also mehr Kreativität in den letzten Monaten erfahren. Das kann ich so wirklich sagen. Ist ein irgendwie ein, ist es ein tragbares Gerät oder Netz, was du jetzt benutzt? Ist einfach. Ich gucke, dass die Zuschauer dich richtig hören, ne? Ja, ich habe jetzt ein tragbares Gerät. Ah, okay, gut. Ja, okay. Also das wäre vielleicht auch noch. Also ich male mehr, ich singe mehr, ich bin also mehr, ich bin kreativer. Aha. Und daraus schöpfe ich auch Kraft. Mhm. Und das gibt Stärke in dem Prozess jetzt auch der Entgiftung. Ja, wenn also jetzt, ich meine, du hast ja angesprochen, die Drüsen, da gehören ja auch die Nieren dazu, wo ja viele Hormone gebildet werden, auch in den Nebennieren oder die Leber. Und wenn also Veränderungsprozesse im Körper und bewusst Entgiftungen vorgenommen werden, auch wenn man das Denken ändert, dann hat es körperliche Reaktionen. Aha. Weil ich auch Aufstellungsarbeit mache und dann merke ich das. Und dann achte ich halt auf eine veränderte Ernährung und um die Organe und um die Drüsen zu stützen. Das sage ich jetzt also mal ganz bewusst für die Schilddrüse den Schwarzrettich und für die Leber den Löwenzahn und für die Niere nehme ich halt Zinnkraut. Ne? Mhm. Dann stütze ich einfach den Körper, damit der Veränderungsprozess besser geht. Zur Reinigung halt. Ne? Mhm. Könntest du zum Beispiel Töne für ein bestimmtes Organ oder Drüse einfach auch geben? Wie bitte? Könntest du Töne, wenn du eine Verbindung mit deinem, was weiß ich, Nieren hast, könntest du auch Töne erzeugen, die das einfach auch stärkt? Hä? Aber das wäre interessant. Aha, okay. Ja. Das machen wir vielleicht, wenn du dann kommst, wenn du mal kommst. Ne? Ja. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik höre, dann merke ich das schon ganz genau im Körper, wo was passiert. Aha. Und ich habe also vor Jahren mal auch in einem so eine Art Chakra-Singen teilgenommen und da konnte man wirklich genau in die Organe hinein die Töne singen und man hat die Blockaden auch gemerkt. Aha. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht, aber das wäre wirklich interessant. Okay, schön. Mhm. Okay, gibt es etwas, was dich jetzt besonders interessiert zu lernen? Ja, also mich interessiert schon insgesamt diese Körperwahrnehmung und die schon die Aufgaben, wie sich diese Aufgabenverteilung jetzt entwickelt, um das zu harmonisieren, einfach den Prozess. Okay. Also ich bekomme Informationen jetzt über deine Bauchspeicheldrüse. Ne? Mhm. Und ist das der Pankreas, ne, oder? Ja. Genau. Und also wenn ich was bekomme, das muss ich immer sagen, ne? Weil ich weiß, dass es einfach, dass ich das einfach auch nicht zurückhalten darf. Ne? Ja. Und ich würde jetzt einfach auch deine Seele fragen, ob ich weitermachen kann. Und das heißt, wie kannst du uns mit der Bauchspeicheldrüse einfach auch unterrichten? Und welche Kräfte und Erweiterungen für dich und für deine
Bauchspeicheldrüse einfach möglich sind. Ja? Mhm. Okay. Gut. Was ich wahrnehme, ist, dass aus der Vergangenheit, das, was zu löschen ist, oder was Karl 1 jetzt uns oder Tier auch helfen könnte zu löschen, sind einfach auch Geschichte des Leiden und der, wo man sich einfach auch untereinander wehgetan hat. Und das, was neu ist, oder das, was du aus deiner Bauchspeicheldrüse herausholen könntest oder uns schenken könntest, ist nach meiner Wahrnehmung die Kunst oder die Wissenschaft oder die, das Mitgefühl. Und zwar, du könntest uns das Mitgefühl auf zwei Ebenen einfach auch beibringen. Und Mitgefühl auf zwei Ebenen, weil irgendwie wir sind eindimensional gewohnt und Mitgefühl zweidimensional bedeutet, dass das Mitgefühl, was du uns beibringen könntest, weil du durch deine Bauchspeicheldrüse diese Erfahrungen des Leiden und der Gewalt oder was irgend sowas einfach auch gespeichert hast, für uns alle, Mitgefühl ist oft einfach auch nur eine äußere Sache. Okay, ich habe Mitgefühl und so, wir gehen einfach auch nicht richtig rein. Und nach meiner Wahrnehmung ist das Mitgefühl, was du uns beibringen könntest, zweidimensional oder mehrdimensional, wurde eine Form von bedingungsloses Mitgefühl, wo wir uns einfach auch nicht zurückhalten können. Mhm. Ja, kann ich was mit anfangen. Mhm. Und deswegen, es ist meine Absicht, dass wir einfach auch ein bisschen einfach generell über die individuellen Erfahrungen sprechen, aber auch jeden Abend eine Information geben, wie eine Person oder dessen Drüsen durch die Ausweitung und Reinigung oder Heilung dieser Drüsen uns einfach auch dienen kann, indem einfach auch dieses Meisterenergien einfach zur Verfügung stellt. Und das heißt, dann wurde alle, die gestern dabei waren, zum Beispiel Karl 1, wurde einfach auch alles löschen, was Vergangenheit ist, und potenzieren die Gegenwart und das, was einfach auch kommt. Und wurdest du zum Beispiel mit mir, nehmen wir an, mit uns alle, Beispiel mit mir, wenn du Mitgefühl einfach auch Jit Mitgefühl lehrst, gibt es zwei Worte, die du für mich mitbekommst jetzt? Zum Beispiel? Ein bisschen lauter, sonst hört niemand. Hören die Leute. Das Mitgefühl ist bei mir auch in einer Geschichte, als sich zwei Sternenfünkchen unterhalten. Und dann fragt er, nun sag doch was zum Mitgefühl. Und dann sagt der andere Funke, na, das sagt doch schon das Wort. Mit und Gefühl. Ja, fragt er wieder, ist das nun ein Gefühl oder nicht? Beides. Es ist die Energie der Liebe für sich selbst und gleichzeitig die Wahrnehmung der Liebe im anderen. Sozusagen eine Wahrnehmung der Energie der Liebe in sich und im anderen Wesen. Also gleichzeitig auch eine Erfahrung des anderen. Und wenn die Frequenz da ist, im Herzen und jeder Faser des Körpers, dann spürt man das. Also das ist dieses, man fühlt es in sich und im anderen. Und dann ergibt die Liebe die Resonanz. Und gleichzeitig die Erfahrung der Liebe, die der andere in sich trägt. Mhm. Warte mal, Sabine, ist das Ding raus? Weil ich höre nichts. Was ist raus? Hast du nicht gehört? Warte mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob die Leute immer lass uns das machen.
Ah, okay, das hast du zugemacht. Ja, habe nichts zugemacht. Also wo ist der String? Hast du zugemacht? Nein, da war nichts, ich habe nichts gemacht. Okay, sorry, Moment, Entschuldigung. Mhm. Weil ich mache einfach auch Regie, ne? Und das heißt, ich muss immer kontrollieren, dass alles einfach auch gut ankommt, ne? Ja. Ah, okay. Und war es zu verstehen? Ja, ja, nee, das ist so, dass Sabine am anderen Computer an der Regie etwas gemacht hat, dann konnte ich jetzt nicht mehr hören, ob das gut ankommt, weil ich überprüfe ständig, wie das Audio einfach auch ist. Ne? Ja, klar. Ich meine, war es zu verstehen? Ja, ja, ja. Mhm. Ja? Schön. Also mit Mitgefühl habe ich mich schon sehr beschäftigt, ja. Mhm. Und dass das, eben wichtig ist. Und die Menschen spüren das dann im Körper. Es geht da wirklich um die Körperwahrnehmung, dass man die Liebe spürt im anderen. Und wenn man sich darauf konzentriert und gleichzeitig aber bei sich im Herzen bleibt, kann sehr viel Heilung geschehen. Ich muss hier immer gucken, mach sonst nichts. Okay. Sorry, weil eben ich habe mehrere Aufgaben zusammen. Ne? Mhm. Okay. Ich hatte noch eine Frage. Aber okay. Bist du die nächste Abende einfach auch da? Ja, ich bin. Okay. Ich hatte, hast du für mich zwei Worte, die für das Mitgefühl mit mir zu tun haben? Ja, dann habe ich das jetzt vielleicht. Liebe fürs, ich habe verstanden, Liebe, ich soll mich lieben, die Liebe in mir und die Liebe in die anderen einfach auch sehen. Und das ist das Mitfühlen. Habe ich das spüren, richtig verstanden? Spüren, okay. Mhm. Dankeschön. Ja. Dankeschön, okay. So, dann... geben wir Raum für andere, die vielleicht anrufen möchten. Bist du die nächste Abende da? Ja, ich danke euch auch. Okay, ich bedanke mich sehr bei dir. Ganze Existenz feiert dich mit. Und dann mal gucken, was heute Abend noch geschieht. Okay, ne? Okay, bis dann. Ne? Bis dann. Tschüss. So, sorry, war ich einfach auch kurz durcheinander. Okay, vielleicht, Schelka, bevor du anrufst, geben wir noch Zeit, falls noch jemand anrufen möchte. Moment, ganz kurz. Ganz kurz. So, die Telefonnummer ist unten eingeblendet. Okay. Gut, wir haben die Möglichkeit einfach auch gegeben. Jetzt, Schelka, wenn du magst, kannst du die Neuigkeiten, die du heute einfach auch erfahren hast.
So, hallo. 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 So, schön. Ich war jetzt ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, was passiert ist. Naja. War alles gut. Man hat auch gut gehört. Ja, okay. Ja, ja. Gut. Du kannst ganz ruhig. Schön. Ganz gut, Leute. Ja, weil ich mag nicht, wenn ich einfach, für mich ist einfach auch als Verantwortliche einfach, möchte ich schon immer mit der Aufmerksamkeit da sein. Und wenn ich plötzlich aus technischen Gründen was machen muss, dann komme ich raus, dann höre ich vielleicht nicht, verliere ich ein paar Worte, dann ist für mich einfach auch, kann respektlos aussehen, weil viele wissen nicht, wie viele Aufgaben ich gleichzeitig einfach auch habe, ne? Okay. Es ist schon gut so. Gut, danke schön. Okay, hast du gehört, dass Karl-Heinz gesagt hat, er arbeitet mit Symbolen und entwickelt das gerade und so weiter? Ne? Weißt du, jetzt hat wieder die Freude. Für mich ist jeden Tag neue Freude. Aha. Jeden Tag aufs Neue. Und das habe ich ja gestern schon gespürt. Ja. Aha. Ich habe das schon gespürt, dass da noch, ja, dass jetzt die Antwort so gekommen ist. Schön. Aha, schön. Freue ich mich. Mhm. Okay. Ja, es ist wirklich, ich weiß es nicht, ich fühle ja so, als ob parallel, immer, es ist wie parallel läuft noch etwas. Also, oder ist es meine Wahrnehmung, dass wir tun etwas und doch kommt, sind es die Seelen oder die Geistwesen, ich weiß es nicht. Aha. Seele, ja. Ja. Es ist so, dieses jeden Tag das Neue ist so fühlbar. Ah, warte mal, du sagst, du fühlst einfach, dass jetzt alles parallel ist, ne? Ja. Das ist genial. Also, es gibt, das heißt, parallel ist einfach immer eine Seelenspiegelung in das, was wir machen. Das hatte ich noch nie so wahrgenommen und ich habe eine Ahnung, was das einfach auch meinen soll. Magst du ein bisschen mehr erklären, was du jetzt meinst? Ich glaube, das kannst du besser. Ich kann es gar nicht erklären, weil ich das so fühle und das, ich habe gar nicht mehr Worte. Dazu. Oder wie zeigt sich das bei dir? Ich fühle das. Mhm. Ich fühle das. Jetzt zum Beispiel, jetzt gerade im Augenblick. Ich spreche mit dir und ich fühle synchron. Ich glaube, wir würden das etwas Größeres nennen, so als in der menschlichen Sprache. Ich fühle das Unsichtbare, das, ja, ist es die Energie, ist es die Seele, ist es, das kann ich nicht sagen. Kannst du das in Bilder oder was du siehst einfach auch beschreiben? Für mich ist es wie ein Nebenstrahl. Ja, wie eine Spur Windstrahl, nehme ich das wahr. Aber mhm. Ich fühle das. Ich fühle mich in dem drin, jetzt wenn du mich so fragst, ich bin da drin. Aber ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ja, kriegst du Bilder oder so? Nein. Nicht, okay. Ja, fühlst du dich drin oder fühlst du, dass es parallel ist? Nebeneinander oder dieser Nebeneinander, dieses Parallel, ist es übereinander, nebeneinander, ineinander oder alles zusammen? Ich kann es jetzt so übersetzen, es ist wie nebeneinander, aber jetzt gerade so, wie ich spreche, fühle ich mich, ich bin in einer Kugel und parallel oder synchron, ja. Aha. Energie. Und wo fühlst du das im Körper, dieses Parallel? Von meinem Herzen strahlt es bis in die Zehen rund. Im ganzen Körper. Okay. Am stärksten am Herzen. Mhm. Also es ist so, als ob das Herz der Strahl ist, von dem es ausgeht.
Also es fühlt sich für mich so, wie wenn etwas, wie gesagt, ich habe das überhaupt nicht in mein System. Ne? Und es fühlt sich so, wie wenn einfach auch etwas jetzt bei dir Neues geboren ist, wo wir einfach auch so wie eine neue, ein neues, neuer Code geboren ist, mit dem wir uns einfach jetzt ja, das wirken lassen können. Und ich glaube, dass es einfach auch mit, dass dieser neue Code, das einfach mit erweiterte Kreativitätsfunktion einfach auch zu tun hat. Ich, vorhin habe ich mir gedacht, als ich vom Computer gesessen bin, ich fühle mich irgendwie wie ein Treiber. Eben, ja, ja, ja. Also eine erweiterte kreative oder eine neue Tür, eine neue Seelentor, wie das Ingrid sagen würde, für unsere Schöpferkraft. Oder ein multipliziertes, eine Schöpferkraft, die jetzt einfach auch eine ganz andere Ermächtigung hat, wie vorher. Ne? Hast du das heute oder jetzt gespürt? Ich spüre es in der Konzentration, das, was wir gemeinsam tun, dann spüre ich das. Wenn ich mich, wenn ich mich auf das, wie soll ich sagen, einschwinge, ich tue ja nichts. Ich unterhalte mich mit dir. Okay. Ja, also schön. Ich tue nichts Bestimmtes, um das zu spüren. Oder überhaupt. Ja, nee, das ist klar. Das ist klar. Sagen wir mal so, dieses Thema, diese Begeisterung dafür, ich könnte ja so sagen, es ist so, als ob ich, das ist die Welt, das ist die eine Welt, die ich, das ist, ich würde auch sagen, als Mensch würde ich sagen, das ist meine Welt. Das ist die Welt, die ich kenne, das ist die Welt, die ganz ist, das ist die Welt, das ist es. Ja, das ist so, diese grundlose Freude ist da und doch nicht so ein Über... Bringt sie schon im Tag, komme ich schon, dass ich die Freude dann auch punkten lasse, weil sie mich antreibt. Okay. Einfach nur die Freude treibt mich an. Juhu, sowas, ne? Ja, und dann ruft so jemand wie Sebastian an. Und sagt dann, ja, hier ist Sebastian, vor 7 Jahren war ich mal bei dir. Und ja, da ist die Freude da, ja, ohne... Was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet das, das ist ein junger Mann. Der wohnt in Regensburg, ist zwar aus Waging auch, aber der ist schon lange in Regensburg. Und die Antenne, er spricht das Seine mit mir, ich höre ihm zu und dann spricht er das Neue von sich, was vor 7 Jahren nicht war. Er ist jetzt, jetzt ist er Kanal, jetzt schreibt er ein Buch und er hat sich seit einem halben Jahr, hat er sich auch mit den Drüsen, hat sich dafür interessiert, weißt du? Ah ja, okay. Ja, heute dabei. Heute bin ich dabei, hat er gesagt. Heute höre ich es mir an, ich kenne ich nicht und so. Es ist so, für mich ist das so, also ich hab praktisch so alle eingeladen. Ja. Auch nochmal eingeladen, obwohl ich weiß, dass wir uns alle schon mal eingeladen haben für dieses. Für dieses, was wir gerade jetzt tun. Und es ist ein Wissen, wir beleben wieder das Wissen, dass wir uns erinnern, dass wir das vor, das war unsere Absicht sozusagen, diese Absicht aus Liebe, dass jeder das Seine gibt, das Geben, Geben. Und heute habe ich auch so darüber gesprochen, gestern Abend war dieses, ich bin so voller Dankbarkeit, dieses Geben, diese Gaben vor allen zu sehen, zu spüren. Ich spüre deine Gabe, Karl-Heinz, jeder, der sich meldet, die Sabine fühle ich so, sie spricht kaum. In mir ist das nicht so wie
wenn ich tagsüber rausgehe. Also ich habe das schon, aber mit euch allen zusammen, die wir uns verbinden, so, ist das so spürbar. Und in mir kommt das dann so, stell dir vor, geben. Stell dir vor, was wir jetzt tun. Wir geben nur. Und ich fühle wirklich nur ein reines Fließen, reines Geben. Geben, geben, geben. Wenn alle Menschen geben werden, und es werden sie eines Tages alle, dann ist die Gabe, die uns gegeben ist, geben, dann hat keiner mehr Mangel. Weil wenn jeder gibt, dann haben alle alles. Die Gabe wird gegeben, ne? Ja. Ja. Die Gabe ist ja unser Göttliches. Das ist ja jenseits der, diesen zwei geteilten Hälften. Mhm. Und das ist die reine Gabe. Das ist auch das Mitgefühl, worüber du vorhin gesprochen hast. Mhm. Es fließt ja. Auch Mitgefühl ist die Gabe. Mhm. Und ich fühle das so stark, wenn wir das so gemeinsam sind, die so zusammenkommen. Es ist, ich fühle, das ist vereint. Ich fühle, das ist aus der Ganzheit, was wir tun. Mhm. Dieses Geben, obwohl ich für mich denke ich oft, ja, was habe ich eigentlich jetzt getan, so im Nachhinein. Mhm. Aber die Freude über jeden, oh. Ja. Also das ist für mich, das ist für mich sehr stark. Das, weißt du, das ist nicht dieses im Leben, was so oft gibt, dieses Loben. Mhm. Es ist viel, viel stärker. Es ist so, ja, die Freude, die du ausstrahlst, die kommt einfach auch rüber. Die ist nicht mehr jetzt intellektuell, sondern die hat Auswirkungen einfach auch, ne? So, auf ja. Auf allen, ja. Mhm. Genau so, das ist wie ein Kraftplatz auch. Mhm. Aber das ist in uns alle, wir haben das alle. Und das ist so andocken, ohne euphorische, mhm. Ja, aber das ist, ja, ich freue mich, dass ich das so fühlen kann, dass ich mich freuen kann über einen Karl Heinz, den ich nicht gesehen habe. Das, aber gefühlt hast, aber schon das Grund, seine Grundstruktur einfach auch kennst, ne? Ja, ja. Ja, mhm. Ja. Mhm. Und nur eben dieses Wissen, dass das schon lange vorbereitet war, dass wir das alle in uns tragen. Ja. Schön. Hast du weitere Erkenntnisse heute gehabt? Also ich habe keine so schlafende Nacht gehabt. Aha, okay. Mhm. Das habe ich zwar früher auch gehabt, aber vielleicht ist es auch, wenn man das so sagt. Ich habe, wenn ich so zwischen Schlafen bin, wenn ich nicht schlafe und nicht wach bin, so in der Nacht, wenn ich liege und wach werde, dann geht mein Monitor auf. Mhm. Also ich habe das so das Gefühl, es ist in der Stirn und das ist die Augen. So als ob ich die Wimpern nicht ganz schließe. Mhm. Und dann geht dieser Monitor auf. Was ich dann sehe, das ist gar nicht so wichtig, sondern es ist so schön, da mal so auf und zuzumachen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn das so, also das ist ja auch etwas, was von der Drüse kommt, was von der Zirbeldrüse ist. Und wenn da einfach nur ein Film kommt, ich weiß, das kommt, es zeigt sich, weil ich den Film auch, diesen Regisseur spielen kann, weil ich da auch selber ein Bild projizieren kann. Dass es nicht nur einfach so kommt, weil ich dann irgendwo auch bin, sondern auch im Bewussten, im Täglichen, dass wir das können. Mhm. Dass wir die Zirbeldrüse, ja, diese Dankbarkeit auch für die Zirbeldrüse, dass sich das so zeigt. ja, mhm. Jetzt stell dir vor, das haben wir in uns. Mhm. Also dieses, ja, dieses Kraftplatz und dieses ganze System, was für ein wundervolles Werk wir so sind in uns. Dass diese Verbindung, dass wir so können, dass wir so das Werkzeug sein können. Schön. Ja, und also ich kann mir vorstellen, das sind so die Schritte, die wir dann auch, also ich sehe uns auch so in ein paar Wochen, dass wir uns gemeinsam zusammensitzen. Aha. Und das dann eben im Gemeinsamen, ob wir das jetzt Meditation nennen, ja, aber dass wir uns eben treffen und da eben eine andere Art Übung.
Also dass auch ein persönliches Treffen von uns gemeinsam stattfindet. Ja, 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 klar. Ich bin sowieso am Basteln, wie das einfach auch aussehen kann. Und das fühlt sich gut an, ne? Ja. Mhm. Schön. Ja, und dann habe ich heute bei mir mal ein bisschen durchgeguckt noch, was ich so gespeichert habe im PC. Und dann habe ich gefunden, das ist von der Energie der Sterne, die Seite, wie nennt sich das? Oh, jetzt weiß ich es gar nicht. Ausgabe 44, ich glaube, so Lichtsprache nennt sich dieses Heft. Mhm. Aber ich habe jetzt nur einen Teil ausgedruckt, weil es ein sehr langes Channeling ist. Mhm. Und das Channeling heißt, in der Fülle leben, dein dir gegebenes Recht. Was mir gefallen hat, ist die Meditation. Mhm. Ja, und die möchte ich gern vorlesen. Gerne. Weil, ja, weil sie wirklich wunderschön ist und weil es die Zirbeldrüse ist. Also diese Erkenntnis. Aha. Ja, und auch das, was ich euch heute geschickt habe, das habe ich auch lange drauf, deswegen konnte ich nicht, ich weiß nicht, von wo ich das habe, aber da hieß es, dass die Zirbeldrüse eigentlich das dritte Auge ist, dass das wohl immer verwechselt wird, die Hypophyse und die Zirbeldrüse. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, das werden wir dann schon sehen, wie es ist. Ja. Ja, also ich würde gerne jetzt diese Meditation. Also da war die Frage vorher, und das ist der Master Guide Kiral. Würdest du uns auf eine kurze Meditation in die Zirbeldrüse mitnehmen und dann in das reiche Gotteslicht, das die Signaturzellheilung darstellt? Und dann sagt Kiral, stellt euch eine Welt vor, die aus Teilchen gemacht ist. Einfach eine Ansammlung aus herumwirbelnden, wunderbaren Partikeln. Und dann stellt euch vor, dass diese Partikel beginnen, sich zu vereinigen. Sie beginnen in Mustern zusammenzukommen. Und diese Muster werden zu euch. Und das steht hier nun. Seht euch von außerhalb von euch und schaut durch eure anderen Partikel auf das, was ihr erschafft. Dann sagt ihr zum Selbst, Selbst, ich erwecke dich. Und vor euch erscheint dieses überaus wundervolle einzelne Lichtmuster. Wir nennen es das Christuslicht, den Sohn des Gottschöpfers. Dieses Partikel scheint nun vor euch zu schweben. Ihr seht auf das Bild und ihr haltet den Partikel in eurer Handfläche und blast es sehr sanft von euch weg. Es beginnt in Richtung dieses Bildes zu schweben, das ihr kreiert habt. Und wenn es näher an das dritte Auge des Bildes kommt, welches ihr seid, findet es das dritte Auge. Es reist in das dritte Auge hinein und sucht unter der wunderbaren Intelligenz dieses Energiemusters, namentlich dich, und findet dieses kleine Ding, das aussieht wie eine Eichel. Dieses kleine Partikel erreicht die Zirbeldrüse, diese Eichel, und bemerkt, dass da etwas in der Zirbeldrüse lebt. Das kleine Partikel ist ehrfürchtig. Das kleine Teilchen ist ein Christuslicht. Und es sieht etwas, das es in dieser neuen Form nicht bemerkt hat. Dann realisiert es, dass innerhalb dieser wundervollen kleinen Zirbeldrüse eine Blaupause des Lebens ist. Ein magisches Partikel. Dieser kleine Partikel geht in die Zirbeldrüse hinein
und webt sich selbst in diese hinein. Und in diesem Moment wird der Körper, auf den du schaust, zu dir. Du wirst zu ihm und die Reise, nach der du gesucht hast, wird zu seiner Reise. Diese Vereinigung beginnt, ihr magische Reise anzutreten, so wie ein Schmetterlingskokon sich selbst öffnet. Du breitest deine Flügel aus. Du schlägst sie vor und zurück, bis sie trocken genug sind, dich mit dem Wind zu tragen und du zu fliegen beginnst. An jedem Ort, an den du gehst, leuchten deine Lichtpartikel so hell, dass die Leute sagen, oh mein Gott, schau dir diese Schönheit an. Und du staunst einfach nur in der Erkenntnis, dass du nicht ein Wort sagen musst. Lass dich selbst dieser Schmetterling sein. Breite deine Flügel aus. Versuch nicht, eine Welt zu beeindrucken, die bereits mit dir beeindruckt ist. Erkenne einfach den Reichtum in deinem Herzen und jeden einzelnen Tag, an dem du heller und heller leuchtest, bis du weißt, dass Heilung stattfinden kann, weil du durch deine Zirbeldrüse die Ehre hast, das Licht der Schöpfung zu sein. Schön. Das ist der andere Aspekt. Vielleicht ist schön immer, wenn du anfängst mit der Sendung, mit deine Stimme. Ne? Ich fange immer so auch oft einfach auch intellektuell an. Ne? Und das ist einfach auch die ergänzende Art. Das ist doch gut. Schön. Das passt doch. Das passt total. Das ist wunderbar. Aha. Okay. Wirklich. Schön. Das braucht man gar nicht. Du machst es auch so. Du machst es mit deinem Herzen. Du siehst es nicht. Ja, aber das ist die Dimension, die du jetzt reinbringst, die ist einfach auch richtig. Und die fehlte. Ne? Hier, ich danke dir. Ich danke dir, Cicit, aber nur, wir können das doch nur so tun. Ja, ja. Nee, ich erkenne das jetzt, ne? Und ja. Weil es gibt einfach auch so mehrere Ebenen und ich, also jetzt ist das Geschenk für heute, dass ich diese andere Ebene, ich glaube, zum ersten Mal erkannt habe in meinem Leben. Ach, ich umarme dich. Ach, ist so schön, ja. Aha. Dankeschön. Ja. Okay. Ich finde auch, das sagt auch alles. Aha, ja. Also, wenn du dir jetzt so vorstellst, dass ich so Zirbeldrüse, nur wenn ich sage, das sagt alles. Aha.
Ich schicke euch auch gerne. Gerne. Ich würde das, es ist so, ich würde das jetzt bei mir einfach auch weiterwirken. Ja. Weiterwirken lassen, weil ich mag jetzt das nicht sprechen, ja, ne? Oder nicht weitersprechen. Nein. Weil das wirkt. Ne? Das wirkt jetzt, ja. Eben, das heißt, zwar heute so viele Abenteuer, das heißt, ich bedanke mich und ich lasse es einfach auch weiterwirken. Ne? Schön. Dankeschön. Bis morgen. Ja. Schell. Bis morgen. Okay. Ja. Ciao. Gute Nacht. Tschüss. Okay, in wenigen Minuten wird die Wiederholung zu sehen.